Moin! Heute ist der letzte Tag unserer kleinen Kürbiskooperation. Am Mittwoch haben wir euch eine leckere Kürbismousse gezeigt, Donnerstag gab es leckere Cupcakes von Juli von dem Kanal Löffelleicht und gesunde Kürbisburger von Can und seinem Kanal Can kocht. Gestern hat Emre von Emres Kitchen euch ein leckeres türkisches Dessert gezeigt und heute machen wir mit Simon und Elena von chefstuff.de den Abschluss. Bei den beiden gibt es übrigens einen geilen Spaghetti-Kürbis zu sehen. Also schaut unbedingt mal vorbei und abonniert die beiden. Jetzt geht es aber los mit unserem ultra-cremigen Kürbiskernparfait. Um einen schönen Crunch im Parfait zu haben, karamellisieren wir nun zuerst ein paar Kürbiskerne. Die Kürbiskerne mörsern wir dafür erstmal schön klein. Das dauert mit dem Mörser ein wenig, man könnte aber natürlich auch den Häcksler oder Mixer dafür benutzen. Und wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, geht es auch schon zum Herd. Ihr könnt die Kürbiskerne natürlich so fein oder nicht fein mörsern, wie ihr wollt. Dann bereiten wir uns zwei Backmatten vor. Darauf kommen dann gleich die heißen karamellisierten Kürbiskerne. Und dann starten wir auch schon. Wir geben zuerst den Zucker rein, geben etwas Wasser hinzu und ignorieren das Ganze, bis der Großteil des Wassers verkocht ist. Jetzt duftet es schon richtig süß in der Küche. Wir stellen den Herd etwas runter und dann kommen auch schon unsere Kürbiskerne dazu. Verrühren alles gut miteinander, damit auch an jedem Kürbiskernstück etwas Zucker haftet und rühren jetzt weiter, bis das restliche Wasser verkocht ist. Nun kristallisiert der Zucker wieder leicht aus, wie man hier sieht. Es wird sehr pulverig, in etwa wie nasser Sand. Als nächstes wird der Zucker jetzt wieder flüssig, wird braun und sollte wirklich ständig umgerührt werden. Und dann einfach auf die Backfolie verteilen und mit dem Nudelholz drüber rollen. Seid dabei auf jeden Fall vorsichtig, der Zucker wird extrem heiß. Den Topf kann man jetzt einfach mit Wasser füllen und wieder aufkochen lassen, dann lösen sich die Karamellreste ganz leicht. Einen kleinen Teil unseres Krokants werden wir als Deko verwenden. Der Rest kommt natürlich in unser Parfait. Wenn das Krokant abgekühlt ist, mörsern wir alles wieder kleiner und hier kann man natürlich selbst entscheiden, wie groß die Stückchen sein sollen. Außerdem reiben wir jetzt erstmal unsere weiße Schokolade ganz fein. Und jetzt geht alles ganz schnell. Wir setzen einen Topf mit Wasser auf, lassen unsere Sahne von unserer Frieda steif schlagen und geben unsere Eigelbe in eine Schüssel, die gut auf den Topf passt. Die Eigelbe hatten wir übrigens noch von unserer Kürbismousse übrig. Die vermischen wir jetzt mit etwas Wasser und dem ersten Teil unseres Puderzuckers. Und dann kommt die Schüssel auch schon aufs Wasserbad. Wie bei der Sauce Hollandaise sollte das Wasser nicht zu heiß sein, sonst bekommen wir ein süßes Rührei. Chris reguliert die Hitze deswegen immer mal wieder zwischendurch. Das Ei muss jetzt die ganze Zeit geschlagen werden, damit es schaumig wird. Es nimmt an Volumen zu und wird heller. Dann kann auch der restliche Puderzucker mit untergehoben werden. Und dann sieht man sofort die Veränderung. Die Masse wird jetzt schön cremig und sehr dickflüssig. Dann können wir auch schon weggehen von der Hitze. Frieda hat inzwischen ganze Arbeit geleistet. Die Sahne ist steif. Und jetzt fehlt wieder nur noch die Hochzeit. Zuerst kommt die Schokolade in die Eimasse, damit das Ei abkühlt und die Schokolade schmilzt. Danach geben wir unser Krokant rein. Jetzt kommt der erste Teil der Sahne und wir verrühren alles wie bei der Kürbismousse erstmal gut miteinander. Die wichtigste Zutat hätten wir fast vergessen. Das steirische Kürbiskernöl. Das verleiht dem Kürbiskernparfait natürlich seine zarte grüne Farbe. Jetzt heben wir nur noch die restliche Sahne unter und fertig ist das Parfait. Wir füllen es jetzt in unterschiedliche Förmchen ab. Einmal in unsere Kugeln in kleine Silikonförmchen. Die sind natürlich klasse, weil man sich da beim Stürzen keine Gedanken machen muss. Einfach umstülpen und raus ist das Parfait.
Wenn ihr solche Formen nicht habt, dann könnt ihr auch Keramikformen oder Kuchenformen mit Frischhaltefolie auskleiden und die Parfümmasse dort hineingeben. Die Folie erleichtert das Stürzen dann ungemein. Nach 24 Stunden im Gefrierfach richten wir natürlich alles nochmal zusammen an. Und das war dann auch schon unsere Kürbiswoche mit vielen leckeren Rezepten rund um den Kürbis. Schaut unbedingt nochmal bei den anderen vorbei, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben und natürlich bei allen, die fleißig zugeschaut haben. Über euer Feedback würden wir uns sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Chris und Marie.